Jetzt sind wir im Windtunnel. Hier ist ein Modell vor uns und das sieht schon sehr, 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 sehr üppig aus, das Modell, muss ich sagen. Es sind zwei Windtunnel sogar, sehe ich, ne? Hier ist noch was anderes, oder? Das ist ein kleiner Modell-Windkanal. Genau 1:4 klein Modell. Ah, 1:4. Ja, mhm. Das gesamte Modell ist die 1:1 Full-Scale Windkanal. Mit Klimaanlage? Oh, ne, nur aerodynamisch. Nur aerodynamisch. Ja, okay. Und Akustik. Ah, okay. Ja, okay. Okay, bin gespannt. Das sieht aber auch ganz schön groß aus, ne? Oh, genau, also die gesamte Länge von hier ist ungefähr 100 Meter. Kann man da reingehen? Nur bis hier. Aber man kann die Turbine sehen? Hier, ja, ja. Können wir das sehen? Ja, genau. Bitte. Okay. Ja, okay, gerade sind sie da hier. Er hat geschossen, dieses Building. Ja, okay. Dieses Building ist eigentlich ein Teil von Gesamtanlage. Okay, wo haben Sie Deutsch gelernt? In Stuttgart. Ich habe in Stuttgart promoviert. Okay, super. Ja, geil. Ja. Und im Obergeschoss gibt es die Messstrecke, mhm, und Steuerraum. Und ja, die Strömung wird bei hier hinter die Hauptmotor generiert. Ja, super. Ja. Der Durchmesser dieses Motors ist 8,4 Meter, ja, und Batterie mit 2,5 Megawatt. Ja. Wir nehmen die maximale Geschwindigkeit in der 200. Ja, Messstrecke 200 Kilometer pro Stunde. Können wir uns reinstellen so bis 100? Ja, ne? Also ich habe das schon mal gemacht, das ist ziemlich lustig. Ja, aber ja, für Sicherheit, ja, wir machen ein bisschen kleiner. Okay, ja. Habt ihr auch eine Qualmkanone? Wir haben eine. Ja. Ja, wenn du möchtest. Ja, gerne. Probieren. Ja, lass mal reingehen, das ist, glaube ich, das wird ziemlich spannend, glaube ich. Da rein? Ein bisschen, ja. Okay, los geht's. Boah. Das ist auf jeden Fall größer als der, in dem also ich war. Hier 200 km/h zu schaffen, ist krass. Da kommt 200 Stundenkilometer durch? Ja, genau. Das ist der Kanal, also der Kanal. Und dahinter dem gibt es den Main-Motor, Hauptmotor dahinter. Möchtest du einmal gucken? Ja, möchte ich. Sieht das geil aus. Richtig Star Wars, ey. Siehst du den Durchmesser von dem Ding da hinten? Ja. Okay. Ja, hier ist der Kanal und hier gibt es ein Tor. Ja. Ja, dadurch geht das Auto kommt rein. Hier rein, ja. Ja. Und hier ist ein Drehteller. Ja, genau. Für Modelle, die nicht drehen können, ne? Ja. Ja, hier kann man. Wow. Diese Kono-Bain. Ja, wenn das jetzt angeht mit 200 km/h, haben wir ein Problem, ne? Guck dir mal die Distanz an, bitte. Krass, ne? Ja, okay, wir gehen mal weiter. Ja. Auch wenn hier, wenn jetzt hier was auf dem Boden liegt, ein Stein oder sowas, dann geht's aber richtig ab. Jetzt geht's ab, Alter. Moro. Jetzt geht's ab. Jetzt kacken wir uns richtig in die Hose. Kann ich. Oh! Geh dich durch? Das sind auch diese Spannungen. Ja. Scheiße! Scheiße! Movo! Boah! Scheiße! Scheiße! Es ist sehr groß und sehr sensitiv. Deswegen die, zum Beispiel die Bläse. Ja. Die Spaltmaße. Gleich bleiben. Ja, klar. Ja, wenn das Ding aus der Schwingung kommt, dann haben wir aber Scheiße gebaut. Dann ist ein bisschen Bochum, das Teil. Das sind 8,40 Meter. Ja, genau. Scheiße. Kann man hier runtergehen? Nur entlang dieser Gelbe, ja. Ja. Ich kacke mir gerade überhaupt nicht in die Hose. Alter, ich habe richtig Schiss. Warum? Alter, hab ich Schiss. Oh, das reicht mir auch schon. Was ist das groß jetzt?
Krass, Alter. Wie lange braucht das Teil, bis der auf Speed kommt? Wenn wir einstellen, ja. Geschwindigkeit ja. und die Startumdrehung und nur brauchen wir nur Sekunde. Ah. Dann hat er schon eine Geschwindigkeit? Ja, genau. Oh. Wir nehmen die in der Strecke nur okay. Sekunde. Ja. Ja, das ist krass, Alter. Das ist echt krass. Das ist auch echt. Das ist echt krass. Sieht auch echt geil aus. Okay. Let's go back to the. Ah, das ist geil, die ganzen Jungs hier drumherum juckt's null. Mhm. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Aha. What's the RPM? RPM? RPM of the propeller? Okay. 250. Ja. RPM. Hey. Wenn das Ding 200.000 Umdrehungen macht, ne? 250 nicht. Alter, da hast du aber echt, da ist echt Polen offen dann. Du musst mal überlegen, wenn das 200.000 Umdrehungen macht, was das außen an der Kante für eine Strecke zurücklegt. Was für eine Kraft da entsteht, ne? Genau, also die Fliehkraft und ja. vor allen Dingen die Meter pro Sekunde bei dem Durchmesser, bei 8, das kann man jetzt rechnen, 8,40 Meter geteilt durch 2 und dann kannst du, und dann die 200.000 Umdrehungen. 3. Drei! Da macht das außen Meter pro Sekunde, das reißt hier komplett auseinander. Mhm. Also bei 250 km, bei 250 hat er schon 200 km High drin, ne? Mhm. Ja, das dachte ich mir. Wenn das nicht 200.000 macht, hast du hier Warp drin. Alter. Okay. Ja. Movo? Ja. Gibst du G-Bay ist da hier? Ja, ich sehe das. Ich scheiß mir gerade richtig in die Hose. Guck dir mal das Loch an, man, bist du bescheuert? Geil. Pass auf. Ja. Also Leute, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt. Schwierig zu erkennen. Das ist Kamera. Echt schwierig zu erkennen in der Kamera auch, ja, ne? Ja. Oder? Ja, ist echt schwierig. Also ihr müsst es so vorstellen. Du stehst hier, guckst auf eine Kinoleinwand gefühlt mal 2 hoch. Ja. Aber es sieht auch aus wie ein umgedrehtes Schwimmbad. Ja. Also das ist echt, das ist weit, das ist hoch, das ist breit. Und dann kommt jetzt 200 km/h Wind raus. Fuck. Sie können hier die Echo hören. Es ist ein realistischer Kanal. Deswegen kann man hören der Echo. Ja, ja, ja. Aber in der Strecke. Ist, habe ich gesehen, ist gedämpft. Okay, genau. Ja. Kann man gar nicht sehen. Er kann es hören. Ja, hier ist dann weg. Genau. Ja, okay. Alle Wände. Was bedeutet das genau? Also, wenn es hier gedämpft ist und da ist Schall, das bedeutet was genau? Das stabilisiert die Stromqualität. Hier drin? Ja, genau. Bei zur Messung, wir brauchen immer gleiche Qualität Strömung. Luft. Ja, genau, Luft. Temperatur nicht, ne? Temperatur auch kontrolliert. Ach, ist kontrolliert? Ja, genau. Temperatur, wie heißt das, Density? Also, das macht ihr da dann, denke ich mal, ne? Die Temperaturkontrolle. Genau, ja. Und Feuchtigkeit auch. Auf bis die Effektor. Und das ist ein neuer TCR. Ja, genau, TCR Leska. Weil das ist der neue Velostar. Genau, wir haben entwickelt. Darf man das schon sehen? Jetzt ja. Das heißt, wir haben Ground Speed, also hier dreht sich auch was. Genau. Um Unterbodenströmung zu simulieren. Ja, genau. Zirkulation. Mhm. Ton kann gleich komisch werden. Hört man das? Ja, ne? Wer das? Kommt schon? Oh, ja, genau. Achtung, Vorsicht. Ja, Sie können hier fühlen das totes Wasser hinter den Autos. Das ist ja ein Grund der Luftwiderstand. Aha. Wir können nicht sehen, aber Sie können fühlen vielleicht. Oh. So, oh. Das ist eine Kraft, ne? Oh. Boah! Fühlt sich an, als ob der Fabian. Ach, oh. Fühlt sich so an, als ob. Wir haben ja gerade schon gesagt, du könntest besser deine Beine. Das sind 40. Okay, Fan-RPM sind 63. Oh. Ja, also zum Velostar wäre ein Auto, was ich in Deutschland echt krass begrüßen würde. Optisch finde ich es sehr stark. Ich finde es vom Raumgefühl sehr, sehr geil. Und jetzt als TCR passt auch ultra gut, ne? Nächste Nummer.
wo wir bei Male waren, hatten wir auch genau die gleiche Kanone. Exactly the same. Hast du wieder ja, sehr heiß, deswegen die ja, nur. Genau. Ja, dann können wir gleich ein bisschen testen, wo Aerodynamik entsteht, wo Downforce gemacht wird, wo, ab, also wo, wo die einzelnen Komponenten wirklich funktionieren. Wie zum Beispiel die Anströmung ist, ob er übers Dach geht. Weil oftmals ist ja so, warum ist der Heckspoiler da? Warum ist der Heckspoiler so weit hinter dem Auto? Der Heckspoiler ist hinter dem Auto, weil die A-Säule, also an der Windschutzscheibe, prallt die Luft ja drauf, geht hoch. Und dann werden wir gleich sehen, dass die Luft gleich hinten genau in den Spoiler reinpacken wird, bei einer bestimmten Geschwindigkeit. Also sie geht vorn drauf, an die A-Säule, über das Dach hinweg, über die abfallende B- und C-Säule. Wie wir ja sehen, geht das ja hinten etwas runter. Und dann fängt es da hinten auf und dann drückt das Auto von hier wieder runter. Boah. Ist das nicht auch wegen der Hebelwirkung, dass der Arm so lang ist? Dass man mehr Kraft erzeugt durch die Hebelwirkung? Du musst ihn dahinter, um die Hebelwirkung überhaupt zu bekommen, ne? Ja, ne? Weil wenn du weiter nach vorne gehst, schießt die Luft über den Spoiler hinweg. Mhm. Okay. Is it warm? Sie hatte nur schwarze Gummi. Ja. Also, pass mal auf. Siehst du das? Geil, oder? Geil. Echt geil. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man jetzt so den Wind sieht, wie der an dem Auto vorbeiknallt. Erstmal was geil ist, dass man so reden kann. Ja. Ja, weil man denkt, das wäre aus, das ist aber nicht aus. Ja. Sondern du gehst einfach hier hin. Und hier ist schon wieder Krieg. Mhm. Dass die also die Bewegung der Felgen wirklich viel ausmacht. Da kommt der Turbofan her, den ich ja so feier, den ja viele von euch scheiße finden. Weil der Turbofan die Verwirbelung auf der Felge nochmal minimiert. Und vor allen Dingen Gleichgewicht von Aerodynamik. Du darfst vorne nicht zu viel Downforce generieren, du darfst hinten nicht zu viel Downforce generieren. Dann musst du genug Downforce generieren bei geringen Fahrtgeschwindigkeiten, um halt alles im Gleichgewicht zu behalten. Hörst du das? Das sind 60 km/h Windgeräusche. Die Windenergie, die ist ja nicht nur bei dem Auto, sondern das ganze Maß. Haut die Luft so raus. Überleg mal, du würdest jetzt die Kraft von diesem Rotor durch so ein 1-Meter-Rohr pumpen. Boah, schießt so ein Loch in die Wand, Alter. Echt geil. Und was wir hören, ist Aerodynamik. Ja. Hörst du das? Ich höre es, ja. Ja, ne? Ich glaube, man hört es auch in der Kamera, ja. Vor allen Dingen, was für mich interessant ist jetzt auch, ein Gefühl für die Geräusche zu bekommen. Wenn du beim 24-Stunden-Rennen stehst und stehst am Zaun, was ich jedes Jahr gerne mache, und du hörst den Start und die ersten Autos kommen, dann höre ich, bevor ich die Auspuffanlagen höre, höre ich fiepen und piepen. Weil das ist die Aerodynamik, die halt arbeitet um die Spoiler drumherum. So, sind wir schon mal bei 70. Aber wie schnell die Geschwindigkeit hochgeht, ja, ne? Aber wir haben den Apparat ja gerade gesehen, das ist ja ein riesen Propeller und der dreht an dem Hebel und ich sehe das Ding da hochspringen, guck mal, von 74 auf 84. Ja, das ist 74. Ja. Ja. 78. Guck mal, guck mal, guck mal. Ja, ja. Ich lass mal besser hier. Was du auch merkst ist, dass die Bauteile auch anfangen, in sich ein bisschen zu schwingen, ne? Und wenn du jetzt von hier guckst, und man muss mal überlegen, 100 km/h. Siehst du das? Jetzt merkt man die Luft auch schon richtig hier an der Seite. Bei 100 km/h fährst du auf der Autobahn ja einfach so. Und jetzt kommst du mit 250 Dittinger Höhe hoch. Krass. Hört ihr das? Ja. Hör mal. Dann wieder zum Thema Windenergie. Die Kraft, die da rauskommt, ist der blanke Wahnsinn. 100 km/h und das Ding geht schon so ab. What would you think at 100 km/h? How much downforce in kilogram does this car produce? Downforce Newton. Actually, hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Maybe 60 kilograms. Von der Rear.
additional. One at 140, the downforce number is minus 0.4, right? At 140, it's about 800 newtons. 800 newtons? That means 80 kilograms. Okay, also 80 Kilogramm downforce generiert das Auto bei 140 Stundenkilometer. So this goes exponentially high. If it goes 240 or 280, for example, it's not twice, it's four times. Yeah, that's right. 320 Kilogramm bei 280 km/h. Ciao. Das ist der Grund, warum die Rennwagen auch nie so hohe Endgeschwindigkeiten erreichen, weil so viel Drag entsteht, so viel Downforce über die einzelnen Bauteile generiert wird, dass die Motorleistung nicht mehr in der Lage ist, das Auto vorwärts zu treiben. Deswegen ist beim 24-Stunden-Rennen die normalen GT3s, die schmalen GT3s von Döttinger Höhe, oftmals schneller, also die normalen Serienautos, schneller als ein RSR. Weil der RSR kommt bewaffnet mit allen möglichen Spoilern und der hat nicht genug Motorleistung, um halt das Auto vorwärts zu treiben. Wirklich, wirklich geil. So, ich würde sagen, wir verabschieden uns mit einer Runde Porn, oder? Yes. So, tschüss.